Also, auch ganz herzlichen guten Morgen von meiner Seite. Mein Name ist Stefano Vanotti. Und ich heiße euch auch ganz herzlich willkommen von Seite ZHDK natürlich. Super für uns, dass der Anlass heute Morgen so früh da stattfindet im Toni-Areal. Einige von euch kennen es, andere wahrscheinlich weniger und haben ein bisschen labyrinthig da anfinden. Aber ich glaube, es hat mehr oder weniger geklappt. Das ist so ein bisschen die Startslides. Da stehen relativ viele Begriffe vorne drauf. Und das ist auch ein bisschen das, was ich erzählen werde in den nächsten knapp 3/4 Stunde. Aber kommen wir gerade noch dazu. Es geht ein bisschen um Kontext. Das ist nämlich das Thema. Es geht aber auch ein bisschen um Design. Und es geht darum, in welchen Kontexten eigentlich Design wirklich tut, agieren, wie das genau funktioniert und was dort vielleicht auch wirklich die Herausforderungen sind. Starten möchte ich aber mit dem Zitat oder vielleicht auch einer wichtigen Bemerkung. Kontext gibt es nicht eigentlich in dem Sinn. Kontext wird gemacht. Also wenn man das würde übersetzen und der Kontext wird von uns gemacht, dann könnte man auch sagen, das Kino da, wie wir es sehen, das gibt es nicht. Wir machen das Kino. Ihr macht jetzt gerade das Kino, wenn ihr da sitzt. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Umstand. Das muss man jetzt wie so ein bisschen mitnehmen, wenn wir zusammen auf die Reise gehen, dass wir das vor allem sind, wo das machen. Und so können wir eigentlich dann ein bisschen auch philosophisch werden. Also es wird dann fast ein bisschen so, à la Richard David Brecht, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Oder so in die Richtung. Also das ist ein hochphilosophisches Thema, Kontext. Ist heute nicht der Plan. Drachel hat dann so eine Steinvorlage gegeben und hat gesagt, da Brenda und Brandon Walsh und so, Beverly Hills, kenne mich nicht wirklich aus, aber mich hat es ehrlich gesagt auch gerade, ich habe Assoziationen zu Kontext gehabt, aber die sind mehr in die Richtung gegangen, True Detective, ich weiß nicht, wer das kennt, wunderbare Serie. Und dann habe ich vorgestern noch so eine Infoveranstaltung gehabt und dann habe ich den Bart, Kollege von der Heidi, getroffen und der gesagt, du tust ein Kino präsentieren, aber dann tust du schon ein bisschen Film und so zeigen. Und ich nehme das jetzt zum Anlass, so ein bisschen als Einstimmung, den wunderbaren Trailer von True Detective zu zeigen. Lasst das mal auf euch einwirken. Ich glaube, sehr viele Bilder haben mit Kontext zu tun und wie gesagt, das sind meine Assoziationen gewesen in dem Sinne. Gut, das war True Detective. Wer hat die Serie gesehen von euch? Und sonst würde ich das mal anschauen. Sehr inspirierend, überlagerungen Kontext. Wie gesagt, das sind Bilder, die in uns drin erzeugt werden. Und gerade so ein bisschen als Kontrastpunkt könnte man meinen, mal ein bisschen Forschung, die dann dazwischen rein kommt. Es gibt das schöne Paper mit 25 Thesen, wo eigentlich Arbeit 4.0 oder wir könnten fast ein bisschen sagen, unsere Welt 4.0 probiert dem auf den Grund zu gehen. Und ich glaube, die erste These ist auch ein bisschen eine Ansage für das, was ich heute erzählen werde. Und dort steht drin, liquid statt starr. Und ich glaube, das hat extrem viel mit Kontext zu tun. Also das heisst im Endeffekt, ja, es hat sich einiges verändert. Wir haben verschiedene Personen, Akteure, Maschinen, was auch immer.
Gleichzeitig kann man sagen, die 4.0-Welt, die funktioniert eigentlich ein bisschen ähnlich wie früher. Und trotzdem hat sich da dazwischen, die Beziehungen zwischeneinander, die Geschwindigkeiten zwischeneinander, das hat sich alles angefangen zu verändern. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass man das uns mal vor Augen führt. Es ist alles in Bewegung. Nichts ist fix. Also, eigentlich ist das gerade ein bisschen ein schlechtes Setting da. Jeder sitzt auf dem Stuhl fix. Nein, so ist die Welt nicht mehr. Es bewegt sich, es ist dynamisch, es ist eben sozusagen liquid. Und ich glaube, auf dieser Ebene, weiss ich nicht, wer von euch das Prinzip VUCA kennt. Sagt das jemandem etwas? Das steht nämlich für diese vier Begriffe. Also Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Und das ist, würde ich behaupten, das Prinzip eben, wo wir heute mehr oder weniger in dieser Welt 4.0 drinstecken. Was ich in dem Sinn relativ, ja, ich würde sagen, cool finden, ist, dass das vor 10 Jahren vielleicht noch oder mehr Begriffe gewesen sind, die wahnsinnig stark in der Kunst auch ein Thema gewesen sind. Also die Offenheit sozusagen. Ich habe eine Kunstausbildung gemacht, eigentlich gelernter Medienkünstler. Ich glaube, es ist wichtig, dass man so ein bisschen wie weiss, wo wir da heute sind, an dem Tony-Areal, zwischen Hochschule der Künste. Und dass vielleicht der Zugang, gerade zu dem Unsteten, zu dem Unbestimmten, zu dieser Komplexität, eigentlich nicht das Problem darstellt, sondern eigentlich wahnsinnige Chancen ist und auch lässig ist, mit dem umzugehen. Man muss es ein bisschen aushalten. Und ich glaube, wir an der Hochschule probieren das tagtäglich. Darum ist es auch so, dass ich sehr oft, wenn es dann darum geht, wenn die Leute rausgehen aus dieser Schule, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ein Schlagwort, oder? Don't get a job, make a job. Also ich glaube, es ist auch eine Welt, wo wir drin sind, wo wir nicht können sagen, oh, das ist alles schön klar, dort will mich dann jemand, dort gar nicht hin. Nein, man muss sich Möglichkeiten eröffnen, man muss sie aktiv gestalten. Und ich glaube, das hat wahnsinnig viel mit Design zu tun und hat eben viel damit zu tun, auch Kontext sehr, sehr genau zu analysieren, mit dem umzugehen und sich in dem Sinn nicht wahnsinnig machen lassen. Kunst ist, wie gesagt, ein bisschen ursprünglich mein Background als Medienkünstler und dann aber sehr stark in der Programmierung gelandet. Ich glaube, ich habe dann irgendwie ziemlich schnell gemerkt, dass mich mehr interessiert, mit Leuten zusammenzuarbeiten und nicht in dem Sinn nur Webseiten zu programmieren. Und durch das bin ich mehr in Design-Methodologie und so weiter reingerutscht. Also sehr viele Workshops mit Leuten gemacht und bin inzwischen auch Dozent da an der Hochschule. Und habe aber auch noch eine andere Funktion, das ist Strateg vom Departement. Also ich probiere mit dem Direktor zusammen das Departement weiterzubringen. Wir denken darum, wo ist denn das in 5 Jahren und so weiter. Und ich bin eigentlich seit neuestem auch Studienleiter von dem MI Strategic Design, wo unter anderem auch der CS Design Thinking drin ist. Also man merkt, ich habe eigentlich angefangen mit Webseiten programmieren, bin dann irgendwie als Strateg bei Organisationen gelandet und im Moment mein Steckenpferd ist eigentlich eher im Stadtraum auch Sachen zu gestalten und zu überlegen, wohin führt das genau, wenn wir in so einem schönen Umfeld, schönen Kontext eben Sachen miteinander auf eine gute Ebene bringen. Ich bin natürlich auch da zum Werbung machen, das sind nämlich die Flyer, die ihr draussen gesehen habt. Also alles, was ich heute erzähle und so weiter, kann man sich natürlich auch abholen im Weiterbildungsstudiengang. Da sehen wir so die farbigen Sachen, da gibt es eine relativ grosse Auswahl. Und die wollen, können dann am Schluss auch sagen, ja, das gefällt mir eigentlich, da würde ich wie eintauchen und können sich am Schluss sogar den Titel mit MI Strategic Design holen. Also zum strategischen Designer sich weiterbilden lassen. Das sieht dann ein bisschen so aus. Zum Beispiel gerade bei der Design Challenge am letzten Wochenende, wo externe Auftraggeber gekommen sind, relativ schwierige Fragestellungen hineingegeben haben und man hat das müssen, oder die Teams haben das müssen in 3 Tagen lösen. Wir machen auch relativ fancy Geschichten, indem, dass wir beispielsweise für Leadership-Kurs uns Esel aufs Dach von Tony Areal holen. Ich glaube, ich habe noch nie so eine Aktion gemacht, wo so viel, also das ganze Haus durchgeschüttelt hat, weil eigentlich Haustiere ja nicht erlaubt sind. Esel haben wir dann im Lift durchtransportiert. Ja, schicke Sache. Also, unsere Leadership-Ausbildung. 1. März fängt sie an. Checket, 24. Januar kann man sich anmelden. So Zeugs passiert dort. Und natürlich auch noch ein paar ernsthaftere Sachen. Aber das ist eigentlich ernsthaft. Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal einen Esel probiert hat, durch so Pylonen durchzuführen, wenn rechts und links Rüebli liegen.
Das ist recht, recht challenging. Gut, soviel zu Esel und diesen Studienprogramm. Wir sind heute ein bisschen wegen einem anderen Grund da. Es geht um Kontext. Und überall, wo ich rede, geht es natürlich im Endeffekt dann auch um Design. Und ich glaube, Design ist dort wirklich so ein bisschen die Disziplin, wo Kontext unglaublich ernst nimmt und vielleicht auch dazu etwas zu sagen hat. Ich habe da so eine Idee, wie es jetzt dann weitergeht in meinem Talk. Ich würde ganz gerne kurz Kontext mal nochmal schnell anschauen. Was ist das jetzt eben genau? Was heisst das? Ich werde da ganz kurz in Design eintauchen. Was verstehe ich überhaupt unter Design? Oder was könnte man da darunter zukünftig auch verstehen? Und nachher eigentlich drei Fokus setzen. Design im Kontext von Digitalisierung, Design im Kontext von Strategie und auch im Kontext von Kultur. Und nachher gibt es dann noch ein warmes Bye-bye und ein bisschen Kaffee und so. Also da könnt ihr euch in dem Sinn auch schon drauf freuen. Jetzt ist es so, ich würde das gerne relativ unterhaltsam machen, natürlich auch nährreich. Am liebsten wäre es jetzt, wir hätten alle ein Gipfel in der Hand und würden Kaffee trinken. Das geht leider nicht, weil wir im Toni sind, beziehungsweise im Kino sind. Und ich würde es auch ein bisschen interaktiv machen. Ihr müsst wach werden, ich vielleicht auch, ich bin es inzwischen. Es gibt bei euch so Blätter, oder? Seht ihr die? Mit diesen Post-its drauf. Das kann man so ein bisschen als Ampel verstehen, man kann auch noch ganz andere Sachen damit machen. Die Frage zuerst in die Runde, wer kann, und ihr hebt dann sozusagen das gelbe oder das gelb-grüne Post-it gegen oben. Wer kann bis 9 Uhr sicher da bleiben? Alle? Gut, das ist schon mal gut. Wer kann bis 8:45 Uhr sicher da bleiben? Auch gut, ja. Ah, nein, dort hinten nicht. Also einfach rausgehen, dann es geht wahrscheinlich ein bisschen mehr wie bis um 9 Uhr. Beziehungsweise ich probiere eigentlich in einer halben Stunde jetzt dann fertig zu sein. Jetzt kann man das Blatt auch noch ein bisschen anders brauchen. Wir sind hier im Kino und eben wie gesagt, interaktiv werden. Jetzt würde ich euch bitten, die Post-its mal wegzunehmen. Die Post-its könnt ihr übrigens brauchen, um draufschreiben, was euch besonders gefallen hat oder vielleicht weniger gefallen hat. Fragen an mich, an wen auch immer, vielleicht auch Gäste, die in Zukunft sollten auftreten am Creative Mornings Event und so weiter und so fort. Also ich möchte eigentlich, dass ihr alle die Post-its verschrieben habt, wenn wir da rausgehen. Kleben sie irgendwo an, vielleicht dort auf Flipchart und dann schauen wir mal, was wir alles für Nachrichten bekommen. So, jetzt hat jeder ein Blatt vor sich, hat dann eigentlich auch jeder einen Stift in der Hand. Zücken mal euren Stift. Schreibt euren Namen auf den Stift. Auf den Stift? Und sonst hat es da einen Stift. Wenn jemand jetzt gar keinen Stift hat, kann man das da durchgeben. Warte, ich rühre einen zu. Hübschen. Oh! Weißt du was? Ich gebe das durch. Das ist gescheiter. Gut, also schreibt euren Namen drauf. Und jetzt die schon bereit sind. Wir sind hier im Kino, es ist schon draußen gesagt worden, wieso gibt es eigentlich nicht Popcorn und so weiter. Das machen wir jetzt genau miteinander. Ihr schreibt euren Namen drauf, knüllt das Papier zusammen, wenn ihr das gemacht habt. So, und jetzt fängt es an. Tönt es schon mal gut, auch Kontext. Also, Sarah ist schon parat. Ist gut. Also, ich glaube, ihr checkt etwa, um was es geht. Und falls nicht, checkt ihr es jetzt irgendwie vielleicht. Also, wir machen mal einen Testlauf. Sarah, du darfst probieren, dein Popcorn in die Popcorn-Tüte zu rühren. Warte mal schnell. Jetzt ist die Frage, ja, was passiert denn mit denen, die wirklich treffen? Es gibt Preise zu gewinnen. Der erste Preis ist, eine Woche lang Strategic Design Kurs bei mir im Februar. Man muss halt einfach Zeit haben. Aber man kann, glaube ich, irgendwie vom 5. bis zum 9. Februar. Ein super cooles Projekt. Und sehr viel mit Stadt und Kontext zu tun. Du kannst nicht warten, gell? Okay, gut. Also, rühren mal. Okay, nicht so gut. Aber wahrscheinlich der Standard. Jetzt machen wir das alle miteinander. Ich zähle auf 3. Sind ihr bereit?
Genau, richtig. Positionieren euch. Also, die treffen, kommen in die Auslosung für ein Mitmachen am Strategic Design Kurs. Ich ziehe dann natürlich jemanden, wenn überhaupt jemanden betrifft. Also, bereit? Entspannen. Also, ich zähle aber von 3, 2, 1 und wenn. Dann rührt er. Also, 3, 2, 1. Ah, oh. Okay. Oh. Ich glaube, es hat niemand getroffen. Nochmal ein Versuch? Ja, gut. Okay. Also, wir üben das nächste Mal nochmal. Nicht ganz geklappt, aber ihr versteht. Wir haben Popcorn da oben. Wir können sie nachher essen gehen. Also, Spass beiseite. Wir machen weiter. Jetzt wird es ein bisschen schwieriger. Kontext. Also, schon mal schön, oder? So wie das jetzt aussieht. Ganz wenig, nur ganz, ganz wenig. Ihr seht da unten genauer, wenn es so interessiert, ist übrigens extra für Designer geschrieben und alle, die mit Information Architecture zu tun haben, kennen das da. Also, Kontext ganz einfach gesagt, so verstehen wir den in der Regel. Relativ simpel, ja, da gibt es irgendwie, vielleicht mir, da gibt es irgendwie ein Ding, das ist das Quadrat, und es gibt einen Kontext rundherum. Eigentlich haben wir das Gefühl, relativ souverän. Ah, das ist der Kontext, das ist das Ding. Logisch. Das stimmt natürlich nicht ganz so. Es ist ein bisschen anders, weil wir sind nämlich eigentlich Teil, das haben wir vorher auch gehört, Teil von diesem Kontext. Das heisst, in dem Moment, wo wir so Sachen definieren, tun wir eigentlich, man kann übersetzt sagen, auch gerade uns selber noch definieren. Wir definieren uns bis zu einem gewissen Grad durch den Kontext, in dem, wo wir sind. Das wird schon ein bisschen abstrakter. Oder? Es wird dann noch besser in dem Sinn, dass sehr oft die Sachen sich überschneiden. Und ist das, was ich gesagt habe, dass eigentlich die Relation sich nicht voneinander trennen lässt. Also, wir lassen uns eigentlich nicht trennen von dem Kontext, wo wir drin sind. Und wie gesagt, nochmal zum Wiederholen, das Kino macht ihr jetzt gerade im Moment. Und jeder von euch anders. Und das zeigt eigentlich ein bisschen die Herausforderung, wenn man anfängt zu gestalten für so Sachen. Weil jeder hat eine andere Vorstellung von dem Kontext, hat eine andere Vorstellung vom Kino. Und dann ist das eben noch ein bisschen komplizierter, weil man ja natürlich logischerweise nicht allein auf dieser Welt ist, sondern zwei, drei Leute nebendran, die genau das Gleiche machen. Und ich glaube, dann versteht man ungefähr, was eigentlich die Herausforderung ist, in dem Sinn zu gestalten in so einem Kontext, wo jeder total dynamisch unterwegs ist, jeder eine andere Vorstellung hat, eine Vergangenheit hat, eine Zukunft hat, an Gutes denkt, an Schlechtes denkt. So, wenn das kein Kino ist, dann ist das da auch eigentlich nicht Sao Paulo, sondern wir machen es zu Sao Paulo. Und da gibt es ein wunderbares Projekt. Ich glaube, die haben das relativ gut gemacht. Olá, você está próximo da parada Faculdade de Medicina. Os próximos ônibus são Praça Ramos de Azevedo, chega em 1 minuto. Pausani Paulista, chega em 3 minutos. Ana Rosa, chega em 5 minutos. Terminal Lapa, chega em 6 minutos. Criou um serviço gratuito e deu um sopro de vida nesses telefones públicos da cidade. Além de fazer ligações, você pode saber onde e quando os ônibus passam. Obrigada. Also, wir sehen, das ist ein relativ gutes Beispiel für Purpose-Driven Design. Kontext genau angeschaut, genau gemerkt, was sind Probleme und wie können wir die eigentlich lösen. Und vielleicht auch noch schön zu sehen, dass Red Bull auch noch 2, 3 andere Sachen sponsert. Gut. Das ist nicht Sao Paulo. Das ist das Bild, das ich immer zeige, zum Design definieren. Und Design ist eigentlich eine super simple Sache.
Das ist die Definition von Herbert Simon. Und was er sagt, ist eigentlich, ja, Design ist eigentlich nichts anderes, als aus einem existierenden Zustand einen wünschenswerten Zustand zu machen. Ich glaube, man erkennt zwei, drei Details auf dem Bild. Man sieht sofort, dass sind verschiedene Designer am Werk waren. Oder? Es hat jemanden gegeben, der das gemacht hat, das da. Mir gefällt natürlich der am besten, oder wahrscheinlich die, die da drüber sind. Also man merkt sofort, wie man den Kontext wieder anfängt, unterschiedlich interpretieren und wie wir alle an dem Kontext logischerweise bauen. Jetzt als Designer ist das natürlich in dem Sinn ein bisschen eine Herausforderung, weil Dezio Mazzini hat es auf den Punkt gebracht. Er hat dann eigentlich gesagt, ja gut, wir haben schon immer ein bisschen Angst gehabt, mehr oder weniger, dass alle Designer sind und nicht nur wir. Ja, das ist ja so. Alle, die da drin sind, sind Designer. Es gibt wahrscheinlich noch zwei, drei Unterschiede, was man alles genau kann. Aber im ersten Moment kann man sagen, ja, alle können gestalten, alle können so etwas zusammenknüllen, dafür rühren und so weiter und so fort. Und das ist, glaube ich, noch wichtig, auch als Designer zu wissen. Das ist auch wichtig, in so Kontexten zu wissen. Das ist so die eine Seite. Die andere Seite ist, was uns als Designer das Beste, sage ich, wo uns hat können passieren, 2008, dass der Tim Brown dann irgendwann mal gefunden hat, ja gut, er tut Design Thinking beschrieben in der Harvard Business Review, also eher in einem Magazin, sage ich jetzt mal, wo in der Businesswelt gelesen wird, und sagt dort, ja okay, weißt du, Sie können auch den Designer über die Schulter schauen, und wenn er das macht, dann werdet ihr merken, wie man eigentlich Prozesse kann gestalten, wie man Produkte kann gestalten, wie man sogar Strategie neu kann gestalten. Mit dem ist plötzlich Design, whoops, auch im Business-Kontext angekommen, Design Thinking als Stichwort. Und das hat natürlich ja, auch in dem Sinne relativ Auswirkungen. Von Design-Seite ab und zu ein bisschen kritisch beachtet. Ich finde eben, wie gesagt, gut, weil wir sind eigentlich auf jeder Ebene, überall ist Design wie ein Thema geworden. Und vielleicht, gerade wenn wir beim Design bleiben, was noch wichtig ist, ich habe es vorher gesagt, Design hat viel mit Kontext zu tun. Ich würde sogar sagen, Design ist die Kontextdisziplin. Und wir sehen es ein bisschen da. Früher haben wir Produkte gemacht, vielleicht so Geräte gemacht und so weiter und so fort. Heute gestalten wir für Erfahrung, wir gestalten für Emotion. Und ich sage nicht, wir gestalten die Emotion, wir gestalten für die Emotion. Also wir gestalten eigentlich für den Kontext, wo Emotion kann passieren. Klingt herausfordernd, ist es auch, macht aber extrem viel Spass. Ein Punkt, den wir hier haben, ich zeige das einmal gerne, wenn man sich da so ein bisschen eindenken will, wie breit eigentlich Design ist. Und dort findet man dann in dem Buch von Florian Pfeffer auch wieder relativ viele Hinweise, die auch mehr in eine künstlerische Richtung gehen. Oder eben unternehmerisch. Dann ist das für mich eigentlich relativ eine gute Definition, was Design alles beinhaltet. Das geht extremst weit. Ich glaube jetzt noch nicht, dass das überall draussen so gesehen wird, aber ich glaube, wir arbeiten daran, dass wir uns sozusagen auch als die Kontextdisziplin können etablieren. Was heisst das wiederum? Das heisst, alle, die in diesem Kontext arbeiten, die sich vielleicht Designer nennen oder die zum Beispiel bei uns in die Weiterbildung gehen und strategische Designer werden, ich glaube, es ist eine Kombination, die man muss anbringen, oder? Man muss können einerseits, und ich glaube, das ist das Wichtigste, wahnsinnig schnell ins Machen hineingehen. Man muss noch viel mehr wie das Thinking, ist es eigentlich das Doing, das entscheidend ist. Und das natürlich kombinieren eben auch mit strategischen Fähigkeiten. Ich glaube, das ist ein wahnsinnig zentraler Punkt. Wenn man das dann nochmal so probiert, wie in ein Framework reinbringen, oder das, was mich persönlich umtreibt, ist eigentlich, dass ich habe gesagt, Design ist vieles, aber was ich vor allem finde, ist, dass es auf mehreren Ebenen stattfindet. Also es findet auf einer Produktebene statt, wo wir Tag ein, Tag aus existierenden Situationen bessere machen, also aus Produkten, die wir da haben, bessere Produkte machen, wünschenswerte Produkte machen. Wir machen das auch auf Systemebene, logischerweise. Ganze Services und so weiter machen wir mehr. Und wir machen es eben auch auf der obersten Ebene. Wir müssen uns in dem Sinn auch mit Kultur auseinandersetzen. Wie kann die mitgeprägt werden? Wie kann die mitgestaltet werden? Und ich glaube, für mich ist Designer, Designerin, wo die Ebene in seinem Alltag alle kann miteinander verbinden, in idealer Art und Weise, also nicht nur auf der Meta-Ebene sozusagen, sondern eben auch da unten, sich kann die Hände dreckig machen und trotzdem wahnsinnig strategisch denken, wo kann mit Leuten, potenziellen Nutzer und Produkt mit ihnen reden, aber vielleicht auch in einem Boardroom oder so mit irgendwelchen Unternehmensspitzen kann kommunizieren. Das ist eigentlich das Ideale, wenn das kann stattfinden. Zusammengefasst,
heisst das eigentlich, wir müssen uns das Bild ein bisschen vom Design und in welchem Kontext agiert, vielleicht noch ein bisschen erweitern. Also Designer, Designerinnen, ja, das wissen alle, was Toni kommt, die sind kreativ, das ist klar. Ich glaube aber auch, sie sind extrem analytisch oder müssen analytisch extrem gut sein. Analyse braucht es, um eben den Kontext zu verstehen. Und das Dritte ist eben eigentlich, dass sie auch strategisch sein müssen. Sie müssen können Sachen zusammenziehen aus verschiedenen Bereichen. Also das, was ich vorher aufgezeichnet habe, mit dieser liquiden Welt, diese Sachen können einschätzen gehen. Ich möchte jetzt, wo wir mal ein bisschen so geklärt haben, was Kontext und Design vielleicht ist oder was das könnte sein und was das vielleicht auch miteinander zu tun hat, also Design als Kontextdisziplin, Kontext das, wo wir eigentlich in unserer Welt drin sind, wo wir nicht einfach machen wollen, sondern die ist komplex und da haben wir Freude daran, nochmal ein bisschen fokussiert auf die drei Kontext- oder Themenbegriffe eingehen. Digitalisierung zuerst. Ich glaube, wir haben es gemerkt, im Zuge vom Digitaltag am 21. November ist der, glaube ich, war unglaublich viel geschrieben worden. Im Migros-Zeitung, Coop-Zeitung, auch im CS-Magazin. Es ist immer das Gleiche. Eigentlich, auch wir schauen die Zukunft und die Digitalisierung, die kommt dann irgendwann und wow, da passieren ganz viele Sachen. Da hat es ein bisschen künstliche Intelligenz, ein bisschen Cloud-Computing, Bitcoin oder beziehungsweise Blockchain-Technologie, all das ist extrem wichtig, ja. Das ist so. Ich glaube, es ist nicht die Zukunft. Ich glaube, es ist einfach die Realität, wo wir drin sind, oder? Und ich glaube, dort sind wir schon dran, die am Gestalten. Und da kann man das natürlich auf verschiedene Arten machen. Ich glaube, in so Kontexten, wie wir uns da bewegen, kann das auch wahnsinnig künstlerisch sein, beispielsweise, oder? Also, wir nehmen die Sachen, die stehen für die Industrie 4.0 und fangen vielleicht mal an mit denen tanzen oder so. Schauen, wie können wir Maschinen zu Lebewesen erwecken? Zum Beispiel, sage ich jetzt mal. Als eine von diesen Möglichkeiten. Also vielleicht Hürden abbauen, angehen, schauen, was ist eigentlich möglich. Oder wenn wir zurückgehen in den öffentlichen Raum, das war so eine Werbekampagne gewesen, um ein neues Branding von einem brasilianischen Telekom-Anbieter, dann soll natürlich der Kontext sofort auch auf die Marke Einfluss nehmen, soll sehr individuell sein. Und sie haben in dem Sinn hinter dem Logo auch etwas aufgebaut. Das Logo reagiert nämlich auf Oi. Kontext, auf Lärm, Oi. Auf Klang. Oi. 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 Oi, oi, oi. Oi. Genau. Und was das eigentlich auch gut zeigt, das Beispiel, was man heute als Designerin, Designer muss machen, bevor man überhaupt zu so einem Ergebnis kommt, man muss nämlich eine ganze Handlungsanlage aufbauen, eine ganze Umgebung, um überhaupt so etwas machen, wie einen Logo-Generator braucht man. Und auch da als Beispiel, wie ist der gemacht worden? E vai rolar a festa, vai rolar. O povo do gueto mandou avisar. Genau, also wir haben die Formen gesehen. Ich glaube, das Dynamische von dem Logo steht auch ganz viel für das, was ich vorher aufgezeichnet habe, mit dieser Welt 4.0. Also alles ist in Bewegung. Auch ein Logo ist nicht mehr einfach ein starres Logo. Es ist etwas, was sich entwickelt und in Abhängigkeit vom Kontext agiert. Janeiro continua lindo, o Rio de Janeiro, fevereiro e março, alô, alô, realengo, aquele abraço. Gut, und wenn man jetzt überlegt, was es heisst, heute Kontextdesigner zu sein, dann könnte man beispielsweise all die Begriffe aufzählen. Man ist nicht mehr einfach nur Designer, sondern man ist, weiß auch nicht was, Sim-Designer oder Embodied Interaction Designer oder Fusionist oder was auch immer. Ich glaube, das spielt alles nicht so eine Rolle, aber was es zeigt, ist auch da, auch eben Jobtitel, Funktionen, das lässt sich nicht mehr festmachen. Man muss da auf mehreren Ebenen funktionieren. Und es gibt verschiedene Leute, die dann versuchen, ein bisschen das im Griff zu bekommen, was das mit dieser Digitalisierung heisst.
Unter anderem der Georg Herbst, der dann so ein Framework aufbaut. Er ist auch Dozent bei uns im Design Leadership. Mit diesen Technologien, und was das alles Einfluss hat, Geschäftsmodell und so weiter und so fort. Kennen ihr wahrscheinlich alle, aber ich glaube, das ist schon auch ein Thema. Die Sachen mal in den Griff zu bekommen, zu wissen, was geht's da eigentlich genau. Wir versuchen das natürlich auch hier an der Hochschule zu machen, mit Studierenden zusammen, nicht lange fackeln, sondern in dem Sinne relativ schnell ins Prototyping hineingehen. Wie schön wäre es, wir könnten einfach ins Tram hineinlaufen und über ein Solarpanel an einer Scheibe oder die ganze Scheibe ist ein Solarpanel, könnte ich einfach schnell mein iPhone oder was auch immer aufladen. So Zeug machen wir, so Zeug entsteht und so Zeug löst natürlich wahnsinnig viel aus, in dem Sinne, weil es eben eigentlich real wird. So viel mal einen kurzen Einblick ins Kontextdesign im Rahmen von Digitalisierung. Wir springen über zu Strategie. Der Tim Brown hat es geschrieben in seinem Artikel dort über Design Thinking, dass eben Designer auch Strategie können prägen. Ich zeige einmal gerne das Bild da. Es ist inzwischen recht en vogue, dass jedes Unternehmen seine Innovationsabteilung hat. Ja, wir sind innovativ, also mit dem sagt man das eigentlich, jeder CEO kann rumlaufen, wir haben ein Innovationslab, darum sind wir innovativ. Ja, das stimmt. Die Frage ist ein bisschen, was ist der nächste Schritt? Also da stehen sehr, sehr gute Sachen, denke ich. Der Matthew Candy hat gesagt, das ist natürlich auch wieder cool, wenn man sich als Designer fühlt. Aha, ja gut, die neue Wissenschaft ist eigentlich Design Thinking sozusagen. Die können sich um die Sachen kümmern, die können innovativ sein, die können die Stimmung schaffen. Also Design hat einiges zu bieten. Es gibt in verschiedenen Ländern, und das sind andere Länder vielleicht ein bisschen weiter, ganze Councils, die sich darum kümmern, Design besser in dem Sinn zu fördern, bekannt zu machen und eben auch mit dem Business zu verknüpfen, wie zum Beispiel in Dänemark. Und was wir da sehr gut sehen, eben Design findet immer auf mehreren Ebenen statt, als auf der Ebene vom Produkt, auf dem Prozess, aber eben auch auf Ebene von der Strategie. Was heisst das auf der Ebene von der Strategie? Ich glaube, ganz entscheidend ist, Design ist nicht nur eine Kontextdisziplin, sondern im Fokus steht der Mensch. Und ich glaube, wenn man das bis auf strategische Ebene bringt, wo dezidiert immer die Menschen im Zentrum stehen, dann hoffe ich doch, dass man die Welt ein bisschen besser machen könnte. Also ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee. Das ist eine Ansage, wo wir alle dran sind, wo nicht ganz einfach einige im Publikum wissen, dass in Unternehmen umzusetzen ist. Man kann sich also da immer so ein bisschen fragen, und das ist auch das Bild, das einige da kennen, wo hockt denn eigentlich Design in einem Unternehmen drin? Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Arten, oder? Es kann irgendwo am Rand dazugeholt werden, wenn ich irgendwie als Berater irgendwie in eine Firma oder dazukomme, schnell etwas sage und wieder gehe. Es kann, wie wir es vorgesehen haben, mit dem InnoLab bei der UBS irgendwo drin sein. Grosse Unternehmen haben heute 3, 4, 5 so InnoLabs mit Thinktanks und allem. Es kann da in der Mitte sein, wo sozusagen die entscheiden, wirklich mit Design und nach diesen Prinzipien entscheiden. Sehr kundenorientiert beispielsweise. Oder eben, wir haben natürlich auch sehr wenige Unternehmen, wo das wirklich in der DNA drin steckt. Die Denke von, was wir gesehen haben, alles ist dynamisch, Menschen stehen im Zentrum und wie gehen wir eigentlich weiter mit dem? Ich möchte einen kurzen Ausschnitt zeigen. Das Design Council in UK sehr aktiv eben Designs pushen, um auch sozusagen die Industrie vorwärts zu bringen. Und das mehr zum Beispiel auch im Public Sector. The Design Council helps organisations to use design to improve societal issues, overcome economic growth challenges, and also improve the quality of our built environment. As an advisor to government, we've worked in the public sector for more than 70 years. In the last 10 years alone, we've been working even more intensively with local authorities to help them use design as a process for change. So that could be a service that needs to be redesigned, a service that needs to be recommissioned, or actually a new policy that local authorities need to examine. Also wir sehen, wo das überall ankommt und welche Kontexte sozusagen in dem Moment gestaltet werden. Vielleicht für einige unter euch ist das noch interessant, auch wenn es nicht so auf den ersten Blick aussieht. Das ist ein Design Maturity Survey. Da kann man analysieren, wie viel Design steckt dann in unserem Team, in unserem Unternehmen drin. Das kann man da DMS für Design Maturity Survey in der Artifact Group mal anschauen gehen und ein bisschen durchspielen und schauen, sind wir dann schon so weit oder sind wir noch nicht ganz so weit vielleicht. Nun, es gibt Unternehmen, die probieren auch innovativ zu sein. IKEA ist vielleicht eins und schreiben sich das natürlich auch auf die Fahne.
Vielleicht die Frage in die Runde, wer hat einen Pax-Kleiderschrank von euch? Gut, wer hat ihn schon mal auseinandergenommen? Wer hat ihn schon zweimal auseinandergenommen? Gut, fünfmal oder wie viel? Viermal, sehr gut. Es ist so ein grosses Thema in der Welt, oder? Kann ich eigentlich IKEA-Möbel kaufen, aufbauen, wieder auseinandernehmen und weiterzügeln? Und diese Frage ist ja auch am Head of Design gestellt worden im Magazin. Und meine, seine Antwort habe ich super genial gefunden. Auf die Frage sagt er, eine typische IKEA-Lösung wäre, die Montageanleitung rückwärts lesen zu lassen, anstatt zwei verschiedene beizulegen. Ich glaube, was ich damit will sagen, ist so kleine Sachen, dort drin liegt es begraben. Oder? Wenn man so eine Ansage macht, wo man das Gefühl hat, das ganze Unternehmen, und ich will es dann in IKEA nicht wahnsinnig loben, aber für mich steckt dort Essenz drin. Und als Designer fange ich sofort an zu denken, wie geht denn das genau? Super. Also, das ein bisschen als Inspiration. Und zum auch nochmal ein bisschen auflockern, eine andere lässige Sache, die IKEA gemacht hat, zumindest in Kanada. Rückwärts lesen, einfach im Kontext von Kochen. Ich gehe zum dritten Punkt über Design im Kontext von Kultur, Kulturwandel. Vielleicht einige von euch haben das gesehen gestern, im Persönlichen ist darüber geschrieben worden, es geht um Strategiekommunikation gegen innen, wo Metadesign für Mobiliar so etwas entwickelt hat, sehr gamifiziert und so weiter und so fort, weil es darum geht, die ganzen Leute im Unternehmen natürlich ich sage jetzt mal so, so Open Mindset anzubringen, Innovation überhaupt möglich zu machen. Wir sind wieder beim Kontext, oder? Welchen Kontext muss man schaffen, damit Innovation überhaupt möglich ist? Und die Leiterin von der Unternehmenskommunikation hat einen schönen Satz gesagt, dass eben Strategie nicht die Schublade gehört, sondern die Köpfe der Mitarbeitenden. Und da muss man sich natürlich sofort fragen, ja gut, eben, wie ist das möglich? Vielleicht mit Gamifizierung, ja, das kann sein, müssen wir schauen. Ich glaube, das ist vieles, was Leute auch machen, die da drin sitzen, oder? Wie kann ich sozusagen den Geist von dem als Kontextgestalter unterwegs sein, eben auch auf andere übertragen? Wie kann ich das in meinen Alltag reinbringen, dass eigentlich alle, die irgendwie am Tisch sitzen, so denken? Und durch das kann eigentlich eine Atmosphäre entstehen, wo Innovation überhaupt erst möglich wird. Und ich glaube, das zeigt sofort eben, man kann dann nicht einfach nur innovative Produkte gestalten, sondern muss sich überlegen, wie mache ich auch die Räume, wo das logischerweise kann entstehen überhaupt. Und Zara, die da sitzt, sie probiert bei der Swiss Life so zu machen, dass sie Designboxen machen, wo sehr viele Methoden drin sind. Ich glaube, das ist auch ein Ansatz, der in vielen Unternehmen gefahren wird. Ist auch öffentlich, kann man gut anschauen gehen, würde mal hineinschauen. Und ich glaube, das zeigt eigentlich sehr gut, wie man probiert, an jeder Ecke und End Sachen wie kleine Injektionen zu machen, um langsam versuchen, so eine Kultur zu prägen. Jetzt IDEO sagt, das finde ich auch relativ richtig, eine Kultur zu transformieren, das ist kein Mandat. Eigentlich, was man auslösen muss, ist eine Bewegung. Also wie eine
Volksbewegung sozusagen. Und ich glaube, man sucht wie nach Strategien, wie man das genau machen kann. Und ich glaube, für das ist es noch wichtig und auch ein bisschen abschliessend, wenn wir an so einem Haus sind wie da, wo Kreativität so gross geschrieben wird, muss man sich natürlich sofort überlegen, eben, wie schaffen wir Zustände, dass das überhaupt möglich sein kann. Nicht nur an so einem Haus, wo eine Kunst- und Designhochschule ist, sondern vielleicht auch in einem Unternehmen, wo man jetzt im ersten Moment mal nicht an Kreativität denkt. Und da nehme ich es mir, oder lasse mir es nicht nehmen, natürlich meinen Lieblingsprofessor zu zeigen, den Herr Kruse. Und der Herr Kruse redet relativ eloquent darüber, was es braucht, um Kreativität zu schaffen. Ein Ding, was Sie immer tun können, also Sie können ja nicht wirklich die Kreativität und Innovationsfähigkeit der Mitarbeiter fördern. Ne? Da muss man ja schon mal sagen, bitte unterscheiden Sie bei allem, was Sie tun, zwischen indirekten Variablen und direkten Variablen. Das ist sehr wichtig. Also wenn mir jemand sagt, wir machen ein Kulturveränderungsprojekt, dann kriege ich weiße Haare, jenseits der Haare, die ich schon habe, die weiß sind. Weil Kultur ist eine indirekte Variable. Kultur kann ich nicht erzeugen. Kultur ist keine Projektarbeit. Ich kann nur Rahmenbedingungen erzeugen, in denen bestimmte Kulturmuster emergieren. Also wenn Sie Kreativität erzeugen wollen, können Sie sich fragen, was sind systemische Rahmenbedingungen, in denen Kreativität erscheint. Aber Sie können nicht Kreativität machen. Sonst kommen wir in diese freundliche Methode, dass ich sage, sei kreativ. Huch, erschreckt man sich. Wie geht das? Das ist mindestens so absurd, wie zu sagen, sei spontan. Aber bitte jetzt. Denk auf keinen Fall an einen rosa-roten Elefanten. Was machen wir da? Wir machen etwas, was nicht wirklich geht. Also bitte, wenn Sie über Kreativität reden, reden Sie über indirekte Möglichkeitsräume und nicht über das direkte Erzeugen. Und einer der indirekten Möglichkeitsräume von Kreativität ist Diversity. Wenn Sie Unterschiedlichkeit im System erhöhen, ob das kulturell ist oder stilmäßig, völlig egal. Intelligente Systeme, die in der Lage sind, zu akkumulieren und nicht nur zu assimilieren, die den Prozessmuster wechseln können, sind immer Systeme, die mit internen Spannungsverhältnissen arbeiten. Weil Systeme mit internen Spannungsverhältnissen erzeugen instabile Phasen. Und Systeme mit instabilen Phasen erzeugen die Möglichkeit zum Übergang zum neuen Muster und das nennen wir Kreativität. Also erhöhen Sie die Spannung im System. Schaffen Sie Unterschiedlichkeit, dann schaffen Sie die Möglichkeit zum Prozessmusterwechsel. Machen Sie keine Einheitlichkeit. Harmonische Systeme sind dumme Systeme. In der Natur entsteht Ordnungsmuster, immer aus Widerspruch, nicht aus Harmonie. Das heißt, wenn Sie wirklich komplexe Ordnungsmuster haben wollen, erhöhen Sie bitte die Unterschiedlichkeit im System. Geben Sie Querdenkern eine Chance. Lassen Sie die Störer zu. Und das ist fast trivial, bauen Sie Netzwerke. Weil in dem Moment, wo Sie ein Netzwerk bauen, schaffen Sie eine Situation, wo die nichtlinearen Rückkopplungseffekte immer wieder für das Auflösen von stabilen Zuständen sorgen. Das heißt, Rückkopplungsmechanismen und Diversität sind extrem positiv für Kreativität. Also, wir haben es verstanden und man kann es zusammenfassen, harmonische Systeme sind dumme Systeme oder harmonische Kontexte sind dumme Kontexte vielleicht. Also in dem Sinn, Diversität als unglaublich Belebenselement, das man auch aushalten muss. Und ich glaube, das ist das, was einen Kontext kann bieten. Er ist nicht gleich zu machen, sondern er hat eben Vielfalt. Und ich glaube, wenn man in dem dann auch noch spassvoll an die Sache herangeht und das nicht als Problem sieht, dann glaube ich, kommt es relativ gut. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Schönen Morgen.